Herr Strauß, Sie verhandeln heute vor dem Schwurgericht Ihre Strafsache wegen Totschlags an Ihrer ehemaligen Mitschülerin Tatjana Jakob. Und ich beginne mit Ihren persönlichen Verhältnissen. Herr Strauß, Christian ist Ihr Vorname. Ja. Sie sind am 13. September 1979 in Recklinghausen geboren. Ledig Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Lieferfahrer. Aber ich habe gerade mein Abitur nachgemacht und ich werde jetzt Medizin studieren. Sie sind jedenfalls in vorliegender Sache seit dem 22. November in Untersuchungshaft. Ja. Vorbestraft sind Sie nicht. Die Anklage, bitte, Herr Staatsanwalt Römer. Dem Auslieferungsfahrer Christian Strauß wird Folgendes zur Last gelegt. In der Nacht vom 18. auf den 19. November 2005 kam es auf einem Klassentreffen in Recklinghausen zwischen dem Angeklagten und seiner ehemaligen Mitschülerin Tatjana Jakob zu einem heftigen Streit. Der Angeklagte hatte an dem Abend erfahren, dass er im Jahr 2000 von der Schule geflogen war, weil Tatjana Jakob ihn bei der Rektorin verraten hatte. Der Angeklagte folgte Tatjana Jakob gegen 1:30 leicht angetrunken. Leicht angetrunken? Ich war total zu. Ich hatte einen Filmriss. Herr Strauß, Sie erhalten noch Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Der Angeklagte folgte Tatjana Jakob gegen 1:30 leicht angetrunken in einen Park, stritt sich weiter mit ihr, nahm einen spitzen Ast vom Boden und rammte ihn ihr in die Brust. Tatjana Jakob erlag kurz danach ihren Verletzungen. Christian Strauß wird daher wegen Totschlags angeklagt. Verbrechen strafbar gemäß § 212 Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Tasic, Ihr Mandant wird Angaben machen. Ja. Haben Sie Ihre frühere Mitschülerin Tatjana mit einem Ast getötet, wie die Anklage sagt? Nein, ich bin es nicht gewesen. Es ist richtig, ich habe an dem Abend erfahren, dass sie diejenige war, die mich damals verraten hat und dass ich wegen ihr von der Schule geflogen bin. Aber ich hätte niemals jemandem was antun können. Also jedenfalls ist Tatjana Jakob, ich darf es mal zeigen, am 19. November von einem Jogger im Johannespark gefunden worden, tot. Und zwar ist sie in der Nacht mit diesem spitzen Aststück tödlich verletzt worden. Die Obduktion hat ergeben, dass die Lunge direkt getroffen worden ist. Am wahrscheinlichsten ist der Tod irgendwann zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr morgens eingetreten. Wann haben Sie diese nachträgliche Klassenfeier oder was das gewesen ist, verlassen? Das weiß ich nicht mehr. Ich war total betrunken. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich weiß nur eins sicher, ich könnte niemandem was antun, auch Tatjana nicht. Also Herr Strauß, diese Geschichte von dem Filmriss, die Sie eben auch schon zum Besten gegeben haben, die können wir mal vergessen. So viel haben Sie schlicht und ergreifend nicht getrunken. Sie haben also erstens kein Alibi und jetzt kommen Sie auch noch mit dieser Geschichte. Das ist eine Ausrede, so werte ich das. Die Spurensicherung hat an der Leiche von Tatjana Jakob Haare von Ihnen festgestellt und sie hat Hautpartikel gefunden, die ihre DNA aufweisen. Und es geht noch weiter, das ist sehr interessant. Frau Vorsitzende, wenn ich mal die Kleidung, um die Kleidung bitten dürfte, das Beweisstück, das wir hier haben. Das beides? Ist, beide Teile? Ruhig beides. Das ist die Kleidung, die Sie am Tattag getragen haben. Und an dieser Kleidung hat die Spurensicherung Blutspuren von Tatjana Jakob sicherstellen können. Obwohl, und das ist interessant, Sie bereits versucht hatten, das Blut hier herauszuwaschen. Die Kleidung war frisch gewaschen, als die KTU bei Ihnen aufgekreuzt ist. Wie kommt das Blut denn bitte schön an Ihre Kleidung? Das können Sie nicht mit einem Filmriss erklären. Im Übrigen haben wir Zeugenaussagen, die ganz eindeutig bestätigen, Sie haben kaum was getrunken an dem Abend. Das sagen zumindest die anderen Gäste, die da waren, auf Ihrem Klassentreffen. Ja, aber Sie müssen mir glauben. Ich kann doch auch nichts dafür, dass die Polizei erst 2 Tage später zu mir kommt und den Alkoholtest macht. Dann kann man natürlich nichts mehr feststellen, sonst hätte ich beweisen können, dass ich so viel getrunken habe. Aber so? Gut, ist es natürlich warum, schwierig. Warum hätte ich Sie nach all den Jahren, das Ganze ist 10 Jahre her, warum hätte ich Sie nach all den Jahren umbringen sollen? Warum, das kann ich Ihnen genau sagen. Das ist eine lange Geschichte, das ist richtig. Es spielt im Jahr 2000. Im Jahr 2000 haben Sie damals mit ihr zusammen Abitur machen wollen. Sie steckten eigentlich mitten in den Prüfungen. Da ist herausgekommen, und zwar durch die Tatjana Jakob, dass Sie sich die gesamten Prüfungsklausuren vorher besorgt hatten. Wie genau, das wissen wir nicht. Sie hatten aber alle Klausuren vorliegen. Und daraufhin sind Sie von den Prüfungen natürlich ausgeschlossen worden, beziehungsweise sind auf Null gesetzt worden. Das Abitur haben Sie versemmelt. So, zu einer anderen Schule konnten Sie nicht gehen, eine andere Schule wollte Sie da nicht aufnehmen. Eine andere Stadt wechseln konnten Sie nicht, weil Ihre Eltern gesagt haben, das finanzieren wir dem nicht. Also war Ihr Abitur in dem Moment vorbei. Und Sie sind danach, das muss man sagen, ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Sie haben mit Drogen angefangen, Sie haben selber Drogen konsumiert, dann war auch immer so ein paar Einbruchdiebstähle, da ist Ihr Name zumindest, ich sag mal, in den Ermittlungsakten aufgetaucht, Frau Tasic. Festgestellt haben wir da ja nicht mehr unbedingt viel. Und dann haben Sie irgendwann Ihre Freundin Franziska Völker kennengelernt, jetzt 6 Jahre danach. Und jetzt sind Sie wieder auf der richtigen Bahn. 6 Jahre haben Sie verschenkt. Sie liefern jetzt momentan die Milch aus, wenn ich richtig informiert bin. Jeden Morgen um 5. Sie hätten damals spielend leicht einen guten Notendurchschnitt gehabt und hätten damals schon Medizin studieren können. Und das hat Ihnen Tatjana Jakobs alles verdorben. Ach, das hat ihn nicht... Er hat doch eingeräumt selbst. Er hatte eine verbale Auseinandersetzung am Tatabend. Das heißt doch noch
noch lange nicht, so. Dass die Sache ja. liegt Jahre zurück, dass er deswegen getötet hat. Und nochmal, Herr Römer, zu Ihrem Spurenbild. Ja, er war sinnlos betrunken. Er ging zurück durch den Park, torkelte mehr oder weniger, erinnert sich an nichts, stößt auf die bereits tote Tatjana. Er nimmt das so natürlich nicht wahr, denkt, sie liegt da, will ihr noch aufhelfen und so kommen doch das Blut an seine Kleidung und auch seine Spuren an die Leiche. Ja. Ist doch ganz einfach zu erklären. Ja. Und wenn er nicht gestorben ist, dann liefert er auch heute noch Milch aus Fort. Also den Satz haben Sie vergessen, denn das war ja offensichtlich eine Märchenstunde. Herr Schatzhalber-Drömer, Herr Strauß, haben Sie Tatjana Jakob noch mal gesehen, nachdem sie sie damals dafür gesorgt hat, letztendlich, dass sie von der Schule verwiesen worden sind? Nein, am Klassentreffen war es das erste Mal. Ich mochte sie ja auch nicht besonders. Und ich hätte auch den ganzen Abend nicht mit ihr gesprochen, wenn Alex mir nicht erzählt hätte, dass sie eben diejenige war, die mich verraten hat, dass ich wegen ihr von der Schule geflogen bin. Bin dann zu ihr hingegangen, habe sie darauf angesprochen, hat kein Hehl draus gemacht, hat gesagt, jetzt verdient, dass ich von der Schule fliege. Ja, und ich habe mich tierisch mit ihr gestritten. Aber ich habe mich auch wieder beruhigt. Und ich habe sie garantiert nicht umgebracht. Fragen Sie doch mal Markus, Ihren Freund. Der hat sich auch tierisch mit ihr gestritten. Das werden wir vielleicht später noch mal tun. Um was ist es darum gegangen bei Markus' Streit? Haben Sie davon was mitbekommen? Der war eifersüchtig. Er war eifersüchtig, nur ist es leider so, das reicht noch nicht für einen Verdacht dann aus. Wir haben den natürlich überprüft. Also Blutspuren an seiner Kleidung von der Leiche fanden sich nicht. Ja, aber an der Leiche sind Haare und DNA-Partikel von ihm gefunden worden. Von dem Markus, natürlich, das war Ihr Freund, Frau Tasic. Alles andere wäre sehr merkwürdig gewesen. Wenn Sie sich als Freund und Freundin nicht umarmen, dann weiß ich nicht, was Sie dazu fragen wir Markus Heinrich selber. Noch Fragen an den Angeklagten. Nein, vielen Dank. Dann nehmen Sie bitte neben Ihre Verteidigerin Platz. Aber als Erste hören wir Franziska Völker, bitte. Ihre Freundin. Frau Völker. Frau Völker, Sie nehmen bitte hier vorne Platz. Hallo. Frau Völker. Dass man die Wahrheit sagen muss bei Gericht, wissen Sie? Ja. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Frau Völker, Ihr Vorname ist Franziska. Sie sind 24 Jahre alt, wohnen in Recklinghausen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Zahnarzthelferin. Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Frau Völker, am 18. November sind Sie zusammen mit dem Angeklagten auf dessen Treffen des Abiturjahrgangs gegangen. Das stimmt. Ich bin, beziehungsweise ich war 2 Jahre mit dem Angeklagten zusammen. Das ist ein Albtraum. Du kannst jetzt nicht alles hinschmeißen. Und du musst mir glauben, ich bin unschuldig. Ich kann nicht mit einem Mörder zusammen sein. Auf jeden Fall hatte er eine Einladung zu diesem 5-jährigen Abiturnachtreffen. Da habe ich ihn dann begleitet, weil er mich gefragt hatte, ob ich ihn begleiten kann. Er wollte da nicht allein hin. Und ich bin dann mit und das war ziemlich langweilig für mich. Wir hatten dann vereinbart, dass ich so gegen 1:30 zum Auto gehe und mich dort mit ihm dann treffe. Ja, und dann plötzlich fing der ehemalige Schulsprecher eine Ansprache an und erwähnte dann die Geschichte mit Lucy. Und da war gar nicht mehr ans Gehen zu denken. Sie meinen Lucy Müller, ne? Genau, Lucy Müller. Das ist eine ehemalige Freundin von Chris und die beiden waren zusammen, als sie 15 waren. Das ist jetzt ungefähr 9 bis 10 Jahre her. Lucy wurde entführt und ermordet. Das war ja, ich weiß. Um 2:30 sind sie dann zu dem Wagen gegangen und dann? Genau, ich bin also pünktlich um 1:30 zum Parkplatz, habe am Auto gewartet und stand mir die Beine in den Bauch. Also es dauerte eine Stunde, als ich dann beschloss, wieder reinzugehen in dieses Fabrikgebäude, wo die Party stattfand. Und ich habe dich gesucht. Du warst nirgendwo zu finden. Aber glaub mir doch, ich habe sie doch deswegen noch lange nicht umgebracht. Ich bin unschuldig. Ich glaub's dir überhaupt nicht. Ich meine, ich würde es dir gern glauben, aber auf jeden Fall bin ich dann um 3 losgefahren nach Hause, Wut entbrannt, ich war richtig sauer. Und wir hatten ja vereinbart, zusammenzufahren. Ich habe mich schlafen gelegt und ja, gegen 5 kam er dann polternd nach Hause. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Lust zu diskutieren. Und er hat sich dann auf die Couch gelegt, also insofern habe ich dann nicht mehr. Also wo der Angeklagte gewesen ist, zwischen 1 und 5 Uhr in dieser Nacht, wissen Sie nicht. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, ich weiß doch selber nicht, wo ich war. Jetzt frage ich Ihre Freundin. Ich hatte einen Filmriss. Nein, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das können Sie mir nicht sagen. Und Sie sagten, er hat wo geschlafen in der Nacht?
Er hat auf der Couch übernachtet. Auf der Couch. Das heißt, Sie können auch keine Aussage darüber treffen, wie alkoholisiert er war, als er in die Wohnung gekommen ist. Hat er da rumgepoltert? Haben Sie irgendwas gehört? Na ja, also ich meine, ich kann nicht hundertprozentig sagen, wie viel Alkohol er getrunken hat, aber ich weiß definitiv, dass er getrunken hat. Ja, und denn auf der Party, nach dieser Ansprache, das hat ihn alles so mitgenommen mit Lucy. Und da hat er sich wirklich die Hucke vollgesoffen. Und dann hat er auf der Couch geschlafen. Weil er dort, ja, normalerweise schläft er ja im Bett und die Couch ist einfach unbequem. Siehst du, ich muss total zu gewesen sein, wenn ich nicht mal von der Couch weitergeschafft habe. Ja, aber ich kann dir trotzdem, ich meine, alles spricht gegen dich. Bitte glaub mir doch, ich bin unschuldig. Nein. Franzi. Haben Sie mit ihm gesprochen und haben Sie den gesehen, spätestens am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen. Und ich meine, seine ganze Kleidung war voller Blut. Aber ich könnte niemals irgendjemand etwas antun. Herr Strauß, unterbrechen Sie nicht. Ich meine, ich habe doch mitbekommen, wie sauer du auf Tatjana warst. Ich meine, nach diesem ganzen Verrat. Klar, du warst sauer wegen dem Abi-Desaster. Und dann die Kleidung an, das Blut an der Kleidung. Du warst alkoholisiert. Was soll ich denn da noch glauben? Tja, also Herr Strauß, selbst Ihre eigene Freundin glaubt nicht mehr an das, was Sie uns erzählen. Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Ja, keine Fragen mehr. Frau Völker war absolut sauer, das sagt sie doch gleich am Tatabend. Jetzt macht sie noch offiziell mit dem Schluss. Also wenn das hier nicht die willkommene Gelegenheit ist, mal Rache zu nehmen, ne, und die das irgendwie fälschen. Aber Frau Tasic, welche Hauptsache, Aussage irgendwas unterzuschieben? Welche konkrete Aussage der Zeugin zweifeln Sie denn an, Frau Tasic? Sie ist über die Wahrheitspflicht doch ausdrücklich belehrt worden. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass sie so dumm ist, hier irgendwas Falsches zu erzählen. Frau Völker, Sie haben ja vorhin erwähnt, die Lucy Müller. Und die Tat ist nie aufgeklärt worden. Glauben Sie, dass es da irgendeinen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Tod von Tatjana Jakob und der Lucy Müller? Also, es war so, ich meine, ich habe das ja auch alles mitbekommen damals. Ich bin zwei Jahrgänge unter Chris Stufe gewesen und habe mitbekommen, was mit Lucy passiert ist. Sie ist damals, vor also 10 Jahren, das hatte ich ja bereits gesagt, wurde sie entführt und ermordet. Und das war ganz tragisch, weil eigentlich sollte sie nicht entführt werden, sondern jemand anderes. Und sie war nämlich, es sollte die Tochter eines reichen Unternehmers entführt werden. Und der Stiefvater von der Lucy hat bei diesem Unternehmer gearbeitet. Naja, und da haben die Entführer offenbar die falsche Tochter mitgenommen. Und die Arme ist dann einfach ermordet worden, um Beweise zu vernichten seitens der Täter. Ja, also die Kriminalpolizei hat ja sehr lange, Frau Vorsitzende, in den Ermittlungen auch versucht, da zu sehen, ob es irgendeine Verbindung gab zwischen der Tat damals und der heutigen Tat. Das ist leider fehlgeschlagen. Ja. Also den einzigen Zusammenhang, den ich da vielleicht sehen würde, wäre bei den Eltern. Die haben auch ein Motiv. Ich meine, sie waren total sauer auf Tatjana, auf Chris und auf Wiebke. Die drei waren an diesem Tatabend, als Lucy verschwunden ist, mit ihr auf einer Party und sollten sie dann hinterher auch zurück nach Hause bringen. Das haben sie nicht getan. Lucy war dann ganz allein und ich könnte mir vorstellen, dass die Eltern auch ein Motiv hätten. Genau richtig, Frau Völker. Denn ich meine, Lucy Müllers Eltern haben Tatjana und die beiden anderen Mitschüler regelrecht gehasst dafür und für den Tod eigentlich auch verantwortlich gemacht, genauso wie Sie es gesagt haben. Und für mich zählen Sie nach wie vor zum Kreis der Verdächtigen. Ich habe bereits in diesem Zusammenhang noch mal einen Privatdetektiv beauftragt, Herr Römer. Ja, der beschäftigt sich noch mit dem Thema, wenn Ihre Polizei es nicht schafft. Was Sie möchten, ich finde es aber trotzdem merkwürdig, Frau Tasic. Ausgerechnet die drei engsten Freunde des damaligen Entführungs- und hinterher Ermordungsopfers Lucy Müller treffen sich nachdem sie sich jahrelang nicht gesehen haben, wieder. Und genau in der Nacht wird ein weiteres Mitglied aus der damaligen Clique ermordet. Und da soll es keinen Zusammenhang geben? Das können Sie mir doch nicht erzählen. Ich meine, irgendwie kann mir auch nicht vorstellen, dass Chris jetzt wegen Lucy auf Tatjana sauer gewesen ist. Aber oh Gott, wenn ich daran zurückdenke, es war so furchtbar. Diese ganze Geschichte war so tragisch. Die ganze Schule hat daran Anteil genommen. Die Eltern standen heulend vor diesem leeren Grab. Es gab keine Leiche, das müssen Sie sich mal vorstellen. Es war einfach fürchterlich. Wir haben wirklich alle darunter zu leiden gehabt. Fällt Ihnen da nichts auf? Erst waren wir zu viert in der Clique. Dann ist Lucy gestorben, dann sind wir noch zu dritt gewesen. Und dann stirbt auch noch Tatjana. Jetzt sind wir noch zu zweit, vielleicht bin ich der Nächste. Sind Sie mal auf die Idee gekommen, dass ich der Nächste bin? Ja, was ist mit der Letzten im Bunde? Wer ist das Wiebke gewesen aus Ihrer Clique? Ja, eben, dann kommt Wiebke noch in Frage. Fragen Sie doch mal Wiebke.
Erzeugt habe ich sie jedenfalls gelernt. Nur möglicherweise gibt es doch eine Verbindung. Vielleicht wusste die Frau Jakob, abgesehen von dieser Schulgeschichte damals, vielleicht wusste sie noch was ganz anderes, was mit dem Fall Lucy Müller zu tun hat, über Sie, Herr Strauß. Und das sollte sie nicht weitererzählen. Und deshalb musste sie sterben. Das ist doch Schwachsinn. Was soll sie denn gewusst haben? Aber fragen Sie doch mal Markus, Ihren Freund. Ich war nicht der Einzige, der sich an dem Abend mit ihr gestritten hat. Das hatten Sie bereits erwähnt und deshalb werden wir den Markus Heinrich jetzt auch als nächsten Zeugen hören. Es sei denn, es gibt noch Fragen an die Zeugin Völker im Moment. Frau Völker, dann nehmen Sie bitte hinten Platz, bleibt unvereidigt. Markus Heinrich, bitte. Herr Heinrich, bitte nehmen Sie Platz. Herr Heinrich, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss? Wenn man es nicht zu sich strafbar macht, weiß man allgemein. Man kann bei Gericht auch schweigen, § 55, nämlich dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Heinrich, Markus ist Ihr Vorname. Ja. Sie sind 28 Jahre alt und wohnen in Recklinghausen. Ja. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Volontär bei einer Tageszeitung. Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Herr Heinrich, der Angeklagte sagt weiterhin, dass er mit dem gewaltsamen Tod von Tatjana Jakob nichts zu tun habe. Und Sie sind ja der Freund von Tatjana Jakob gewesen. Ja, das stimmt. Ich war jetzt 2 Jahre mit Tatjana zusammen. Und die ersten Wochen nach ihrem Tod, die waren die reinste Hölle für mich. Ich würde wirklich gerne mal wissen, warum der Typ sie umgebracht hat. Du hast sie mir genommen und dafür musst du hinter Gitter. Mann, Markus, ich war's nicht. Ach, Mann, Markus, das kannst du deiner Oma erzählen. Echt, ich hab doch genau gesehen, wie du mit ihr gestritten hast, wie du abgegangen bist. Ich hab den Hass in deinen Augen gesehen. Und wenn du so genau hingesehen hast, dann musst du doch auch gesehen haben, dass ich mich dann so schnell wieder beruhigt habe. Und dann war auch gut und dann habe ich angefangen zu trinken. Das habe ich aber nicht gesehen. Das sah anders aus. Herr Heinrich, der Angeklagte Herr Strauß, der sagt, hat vorhin jedenfalls gesagt, dass es auch zwischen Ihnen und der Tatjana an dem Abend zu einer ganz erheblichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Ja, das stimmt. Also, wir hatten Streit an dem Abend und wenn ich gewusst hätte, dass es Tatjanas letzter Abend wird, dann hätte ich doch ganz anders darauf reagiert. Da wäre ich doch nicht so sauer gewesen. Ich bin im Streit mit ihr auseinandergegangen. Das werde ich mir nie verzeihen. Herr Heinrich, vielleicht wussten Sie, dass es Tatjanas letzter Abend war. Er hat schon gesagt, dass Sie sich gestritten hatten und Sie sehr, sehr eifersüchtig waren. Und zwar auf einen früheren Mitschüler, den Alexander Rothaus. Und nicht nur das. Die beiden waren nämlich auch einige Zeit an diesem Abend mal irgendwo verschwunden in einem Nebenzimmer. Haben Sie irgendeine Ahnung, was da passiert sein könnte? Woher soll ich das denn wissen? Sie haben keine Ahnung, aber Sie hatten vielleicht die schlimmsten Befürchtungen. Sie haben sich genau ausgemalt, was da passiert ist. Und deswegen ist es nämlich anschließend zwischen Ihnen und der Tatjana zu diesem enormen Stress, zu diesem Streit gekommen. Sie waren wahrscheinlich sowas von wütend, haben ihr Vorwürfe gemacht, dass Sie in der Lage waren, die dafür zu töten im Anschluss. Vielleicht aus dem Affekt heraus, wie auch immer. Ach, das stimmt. Aus lauter Wut darüber. Das stimmt doch nicht. Ich meine, ich bin an dem Abend sauer gewesen und eifersüchtig auch, aber deswegen würde ich sie doch nicht umbringen. Ich meine, ich habe ihr das auch zu verstehen gegeben, dass ich sauer gewesen bin. Und da ist vielleicht ein bisschen mein Temperament mit mir durchgegangen. Aber deswegen würde ich sie doch nicht umbringen. Ja, das ist doch Schwachsinn. Sie sind doch sicherlich nicht der erste Mann, der seine Frau in einer Eifersuchtsattacke tötet. Ich meine, hinterher bereuen Sie, ist doch klar. Meinen Sie, wären der Erste oder was? Ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Diesen Alexander, den habe ich überhaupt nicht gekannt. Sie hat ihn mir nicht vorgestellt. Das hätte auch ihr Ex-Freund sein können. Besser. Ja, und an diesem Abend, ich stand die ganze Zeit nur rum, habe mich gelangweilt, ich konnte nirgendwo mitreden und da können Sie doch verstehen, dass ich da auch mal ein bisschen sauer gewesen bin, aber deswegen bringe ich Sie doch nicht gleich um, ich habe Sie doch geliebt. Ach, man sollte in Begleitung nie auf Abiturstreffen gehen, das sollten die Schüler untereinander ausmachen. Noch Fragen an den Zeugen? Nein, danke. Bleibt unvereidigt, vielen Dank. Alexander Rothaus, bitte. Frau Rothaus, Sie nehmen bitte hier vorne Platz. Frau Rothaus, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Ja. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann aber schweigen bei Gericht, § 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Rothaus, Ihr Vorname ist Alexander, Sie sind 26 und wohnen in Düsseldorf. Das ist richtig, aber eigentlich komme ich aus Recklinghausen. Was sind Sie vom Beruf? Ich studiere Architektur im 6. Semester jetzt. Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Herr Rothaus, Sie haben ja mit Tatjana Jakob zusammen im Jahr 2000 Abitur gemacht. Wie gut haben Sie sie gekannt? Naja, wir waren in derselben Stufe und hingen mit denselben Leuten rum. Also eigentlich ganz gut. Wobei eigentlich bin ich auch nie so richtig warm mit ihr geworden. Also
Dass eigentlich ich nicht lache, nicht so richtig warm geworden. Alle haben gewusst, du warst zwar mit Wiebke zusammen, aber verliebt warst du immer in Tatjana. Ach, das ist doch schwach. Und das ist auch der Grund, warum Markus so eifersüchtig war. Und wenn du mich fragst, war er das nicht ohne Grund? Ich wollte damals von Tatjana nichts und jetzt bestimmt auch nicht. Vielleicht hat er früher eine kleine verknallt sein, aber... Kleine verknallt sein? Wir waren Schüler. Ganz scharf warst du auf sie. Aber jedenfalls sollen sie mit Tatjana an diesem Abend für ein paar Minuten in einem Nebenzimmer... gewesen sein. Warum? Ja, wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen, jetzt schon mehrere Jahre. Und das ist so ganz natürlich, dass man sich ein bisschen was zu erzählen hat. Und deswegen sind wir dann in das Nebenzimmer gegangen. Aber ihr Freund, der Markus, hat das natürlich alles total falsch interpretiert und irgendwelche Sachen gesehen, die nicht gelaufen sind. Wir wollten wirklich nur miteinander reden. Aber mehr war da nicht. Ja, aber Sie haben doch gerade noch gesagt, Sie wären mit der Tatjana nie so richtig warm geworden. Was denn jetzt, Herr Rothaus? Gut, wir waren vielleicht nicht die dicksten Freunde, aber wir werden ja noch miteinander reden können. Sie drehen ja wirklich jedes Wort im Munde um. Ja, ich messe Sie nur an Ihrer eigenen widersprüchlichen Aussagen. Bitte Sie. Herr Rothaus, der Angeklagte, hat vorhin ausgesagt, dass Sie ihm an jenem Abend erzählt hätten, dass es Tatjana Jakobs gewesen sei, die für seinen Rauswurf für seine Verweisung vom Gymnasium zuständig gewesen sei. Ja, ich dachte halt, dass Christian nach all der Zeit ein Recht darauf hat, zu erfahren, wer ihn damals verpfiffen hat. Hätte ich natürlich gewusst, wo das Ganze hinführt, hätte ich wohl besser meinen Mund gehalten. Ist Ihnen an dem Abend noch irgendwas aufgefallen im Zusammenhang, was mit dem gewaltsamen Tod von Tatjana Jakob steht? Nachdem Tatjana unser Gespräch beendet hatte, wollte sie sich noch mit Markus unterhalten, weil sie sein ganzes Verhalten ziemlich peinlich fand. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Willst du jetzt erzählen, dass ich meine eigene Freundin umgebracht habe oder was? Du tickst doch nicht mehr ganz richtig. Möglich wär's. Ach komm, leck mich doch am Arsch, bitte, Spagodo. Bitte, Herr Heinrich, nie auf die Art und Weise. Entschuldigen Sie, wenn ich hier so reinplatze, aber ich müsste ganz dringend mit Frau Thase sprechen. Herr Schuster, mein Privatdetektiv hat es vorhin schon gesagt, wenn Sie eine Sekunde gestatten würden. Die Sekunde läuft. 21, 22. Bitte. Nee, das kann doch nicht sein. Würden Sie vielleicht trotzdem noch mal gerade draußen warten und auch den Eltern bitte Bescheid geben, ja? Vielen Dank, Herr Schuster. Super. Mhm. Frau Vorsitzende, entschuldigen Sie, danke, dass ich kurz mit ihm sprechen konnte. Ich werde gleich erklären, um was es konkret geht, aber ich möchte vorerst noch mal kurz eine Frage an Herrn Rothaus stellen. Vielleicht auch zwei oder drei, Herr Rothaus. Wir haben schon relativ viel über Lucy Müller gesprochen hier und gehört. Sie, waren Sie gut mit ihr befreundet? Ja, Lucy war die beste Freundin von meiner damaligen Ex, der Wiebke. Natürlich kannte ich sie auch gut. Die Entführung von Lucy Müller und ihr späterer Tod haben Sie sicherlich sehr schmerzlich getroffen. Ja, das war sehr hart für uns alle. Ich meine, Lucy war wirklich eines der nettesten Mädchen, die ich überhaupt kannte. Ich frage mich jetzt noch, wieso ausgerechnet Lucy damals... Naja, aber das Schlimmste war wirklich, als das Foto gekommen ist. Sie meinen das Foto von Lucy Müllers Leiche? Genau, das Foto, das die Entführer an Lucys Eltern geschickt hatten. Ich glaube, jeder, der es damals gesehen hatte, der kann es nicht mehr vergessen. Man konnte darauf genau erkennen, wie Lucy hingerichtet wurde. Die Einschussstelle an der Schläfe, das ganze Blut, das war wirklich tragisch. Aber ich weiß jetzt nicht, was das mit diesem Fall zu tun hat. Frau Tasich, ich kenne Sie gut genug. Könnten Sie auf den Punkt kommen? Hat das irgendwas damit zu tun mit dem Herrn Schuster, der Ihnen gerade was zugeflüstert hat? Meine Ohren waren nicht ganz so weit. Ja, das drin. Könnte es. Was Herr Rothaus, was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen sage, dass alles das, was Sie uns hier über Lucy Müller auftischen, eine riesengroße Lüge ist? Alles Lüge? Was meinen Sie damit? Frau Tasich, konkret? Ich werde die ganze Sache jetzt aufklären. Herr Rothaus, mir ist das von Anfang an etwas komisch vorgekommen. Ich hatte den Herrn Schuster eingeschaltet, Privatdetektiv. Der hat sich mal hinter die Eltern von Lucy geklemmt. Ich hatte nämlich schon schwer im Verdacht, dass sie irgendwas damit zu tun haben. Aber sie hatten nichts damit zu tun. Es war auf was viel Verblüffenderes gestoßen. Ja. Und das wäre... Das wäre... Herr Rothaus, wollen Sie es sagen? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Herr Rothaus... Nein. Lucy Müller lebt. Lucy lebt? Was soll das heißen? Was soll das denn jetzt? Frau Tasich, ich scherze nicht gern. Ja, ich auch nicht. Das stimmt wirklich. Möchten Sie dazu was sagen, Herr Rother? Ich hatte mal sowas mitbekommen, dass Lucy noch am Leben sein könnte, ja. Bitte. Geht's dir noch gut? Du wusstest Bescheid? Und sagst niemandem was? Familie, Freunde? Alle lässt im Unklaren? Ja, eigentlich ist es noch viel schlimmer. Dann möchte ich aber jetzt die ganze Geschichte hören und nicht den Einzelteil. Wir hatten damals Lucy geholfen, auf diese Art unterzutauchen. Weshalb?
Ja, Lucy war ziemlich unglücklich. Sie hat auch schon ein paar Mal versucht, von zu Hause abzuhauen, aber die Polizei hat sie jedes Mal wieder nach Hause gebracht. Sie war echt total im Verzweifeln und da haben Wiebke und ich damals zusammen mit ihr beschlossen, diese Entführung zu inszenieren, damit sie ein neues Leben beginnen kann. Und damit auch wirklich keiner wieder nach ihr forscht oder nach ihr sucht, haben wir halt eben das Ganze tragisch enden lassen mit dieser inszenierten Ermordung. Ihr habt das alles inszeniert? Wisst ihr eigentlich, wie unglücklich ihr alle gemacht habt damit? Ich hab gelitten wie ein Hund. Ja, aber Christian, Lucy lebt. Ich denke, die Familie wesentlich mehr als das. Das pack ich nicht. Wir, haben Sie vorhin gesagt, Herr Rothaus? Wir. Ja, dafür meine damalige Freundin Wiebke, wir haben das zusammen, also Wiebke, ich zusammen mit Lucy, geplant. Und wusste denn außer Ihnen beiden noch jemand was davon? Nicht, dass ich wüsste. Damals oder im Laufe der Zeit? Das heißt, bei unserem Abi-Treffen, da hat Tatjana irgendwie davon mitbekommen, als ich mich mit Wiebke unterhalten habe. Wir haben gar nicht gemerkt, dass sie in Hörweite war und sie hat das wohl. Sind Sie deshalb mit Tatjana ins Nebenzimmer gegangen? Ja, Tatjana ist total ausgerastet deswegen und ich wollte nicht, dass noch mehr Leute davon erfahren, deswegen bin ich mit ihr ins Nebenzimmer gegangen. Das ist unglaublich. Aber so ließe sich natürlich ein Zusammenhang möglicherweise konstruieren. Tatjana Jakob musste sterben, weil sie wusste, dass Lucy Müller noch lebt. Also Frau Vorsitzende, wir müssen diese Lucy Müller, die müssen wir als Zeugin haben. Die Frau Müller sitzt bereits vor dem Saal. Herr Schuster hat sie direkt mitgebracht. Ist nicht wahr, Frau Tasic. Ja. Noch Fragen an den Zeugen Rothaus im Moment? Nein, danke. Bleibt unweilig, Herr Rothaus, Sie nehmen an der Seite Platz. Lucy Müller, bitte.